Nummer Grüße. Mal sehen, ob ich es heute einigermaßen rüberbringe. Statt einer Review haben wir heute schon wieder mehrfach Bier in die Rübe gestellt und ein bisschen darüber nachgedacht, über was ich reden könnte. Okay. Immer ein bisschen über eine erwachseneren Themen. Nein, auch wenn der Titel hier jetzt ein Animes ab 18 heißt. Heute mal nicht über Hentai, okay? Noch nicht. Vielleicht mache ich das auch mal wieder mal demnächst. Oh yeah. Würde mal wieder mal Zeit dafür werden. Habe ja genug davon. Okay. Es geht darum, was ich damit meine, dass wenn ich Animes ab 18 sage, ist, man braucht ein gewisses Alter, um einige Animes zu schauen. Und ich rede hier nicht von, ich muss 12 sein oder was auf der Packung steht. Nein. Was ich meine ist geistige Reife. Okay? Und damit bezeichne ich mich nicht unbedingt selber, weil ich bin weit weg, was geistig reif nennt. Oh ja. Geistig reif war gestern. Oh ja. Oh, das hat man lange abgewöhnt. Aber wenigstens zu verstehen, was man sieht, das ist schon mal wichtig. Weil. Mir ist etwas aufgefallen, warum einige Animes bei uns nie, obwohl sie veröffentlicht wurden, nie wirklich die Anerkennung bekommen haben, die sie eigentlich verdient hätten. Oh ja. Und zwar aus den falschen Gründen. Oder einige haben sehr viel Anerkennung bekommen, aber für die falschen Gründe. Auch die falschen Gründe. Oder so. Mehr Bier. Bier macht alles gut. Auf jeden Fall. Beschreibung. Animes mit philosophischen Hintergrund werden einige kennen. Berühmtestes und bekanntestes Beispiel, das nicht sehr gern angeschaut wird übrigens. Warum auch immer, weil die Dinger gehen weg und dann weg zu einem Preis, der wirklich unverschämt ist, obwohl die Qualität super ist. Einer der letzten großen ADV-Produktionen, Kino's Journey zum Beispiel. Ein absolut philosophischer Anime, der wirklich nur darauf auszielt, etwas zu erklären. Und nicht die Story, sondern ungerechte Behandlung, menschliche Konflikte. Es gibt zwei gute Folgen drin, die was über Zensur und über die religiöse Einstellung von Menschen geht, wie Religion den Menschen falsch beeinflussen kann und das Ende vor allem, zumindest die letzte Folge, das ist kein Ende, diese Story hat keinen Anfang und kein Ende, die ist einfach nur eine, so wirklich so Slice of Life mäßig aufgezogen, du kommst in die Story rein, bist draus und jede Episode kann irgendwo in dieser zwölfteiligen OVA-Serie sein. Und es macht keinen Unterschied. Bin jetzt richtig falsch? Bin jetzt richtig auf falsch gegangen? Bin jetzt irgendwie überfordert. Was ist 12 oder 13? Moment, kurz mal. Ich müsste die öfter ansehen. Einsehen. 13. Sorry. Ich habe die schon länger, aber ich schaue sie nicht so oft mehr an. Ich habe sie erst 9-mal gesehen. Oder 10-mal. Auf jeden Fall. Das ist absolutes philosophisches Material. Hier kann man nicht von jemandem erwarten, dass er hier etwas... Aber trotzdem ist das hier anschaubar, auch für jene, die nichts mit Philosophie am Hut haben. Weil die Story ist an sich trotzdem sehr unterhaltsam, sehr einfach und sehr bunt. Muss man so sagen. Unsinn. Düster an einige Stellen. Oh ja. Oh ja. Wow. Wirklich, also sehr düster. Aber nicht für jeden, wie gesagt. Aber für die Preise, ihr habt das Ding schon für 12 Euro gesehen. 12! An einige Stellen. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Internet da läuft. 12 Euro für eine 13-teilige Serie in einem Showa, der wirklich qualitativ hochwertig gebaut ist. Mit jeder einzelnen, einzeln gebunden. Mit Extras dabei, also da sind entweder Aufkleber, Mini-Poster und so Sachen dabei. In jeder Hülle.
Warum? Weil es keiner kaufen wollte für sein AZ. Warum? Keiner will philosophische Anime. Einige verpassen hier wirklich was Großes. Was ist wirklich schade, Zeiten ist. Und dann muss ich dir fragen, okay. Eine Stufe einfacher, auch philosophisch. King of Bandaging ist quasi das Identische. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat das hier auch 13. Ja, 13 Folgen. Für die jüngere Generation, eine wirklich sehr viel jüngere Generation, mindestens verständlich von 12 bis 15. Von mir aus auch IQ-Punkten. Sehr bunt, sehr auf Kinder bezogen. Nicht sehr gewalttätig, aber wirklich, wirklich ans Herz gehende Storys an einigen Stellen. Ebenfalls sehr philosophisch und macht genau dasselbe wie Kino's Journey. Es zeigt in jeder Episode, die nicht wirklich zusammenhängen. Du kannst jede Folge anschauen, jede Folge ist eine eigene Story. Du erfährst nichts Neues oder weniger, wenn du, egal wo du anfängst. Es ist immer dasselbe. Du kannst nichts falsch machen, wenn du nur eine Folge anschaust. Und ich glaube, das gehört sogar zu den Streaming-Sachen, die Funimation oder Crunchyroll momentan ausstreut. Kino's Journey übrigens auch, falls sich jemand das nicht gleich kaufen will. Ihr müsst es euch nicht illegal runterladen. Es kommt gratis von den Vertrieben. Im Internet. Nur 5 Klicks weiter von hier wahrscheinlich. Oh. Und wenn sogar das hier für jemanden zu kompliziert und zu, das ist zu philosophisch. Jetzt kommt was so viele Höschen feucht machen wird. Oh Baby. Wisst ihr, was diese zwei gemeinsam haben wir verstanden? Philosophisch? Wisst ihr, was für eine Serie, eine sehr langlaufende Serie, genau dasselbe macht und ihr alle mögt sie, zumindest großteils, und ihr schaut sie immer noch regelmäßig an? Hm?